ein Schritt noch bis zur Champions League Gruppenphase für die Elf von Trainer Nico Arnautis. Im Hinspiel im Deutsche Bank Park wollen die Eintracht Frauen gegen den tschechischen Vizemeister Sparta Prag dafür den Grundstein legen. Und die Eintracht ließ von Sekunde 1 an keinen Zweifel aufkommen. Keine 6 Minuten waren gespielt. Braschnika mit viel Rasen vor sich blickt in die Mitte. Die Hereingabe noch ungenau, aber sie kriegt die zweite Chance. Braschnika auf Anjomi. Anjomi 1-0. Der perfekte Start für die Arnautis 11. Anjomi bleibt eiskalt, schiebt mit der Innenseite ein. Die Torfrau zwar noch dran, aber kann den Einschlag nicht verhindern. Die SGE blieb auch in der Folgezeit am Drücker. Braschnika auf Dunst. Und die wird gefoult und es gibt 11 Meter. In der Wiederholung sieht man, Dunst wird hier links unten am Fuß getroffen. Der Foulpfiff geht in Ordnung. Freigang am Wochenende rechts geschossen, diesmal links. Ergebnis bleibt aber gleich, zweimal drin, 2-0 für die Eintracht. Souverän getroffen von Laura Freigang. Wir springen in die 39. Minute und der Eintracht-Express rollt wieder Richtung Sparta-Tor. Freigang treibt die Kugel durchs Mittelfeld. Kurz verzögert, Dunst, die hat die Schussmöglichkeit, Latte. Sparta Prag im Glück, in der Wiederholung sieht man nochmal, Ball war abgefälscht und auch deswegen nicht ins Tor. Mit 2-0 und einem absolut dominanten Auftritt ging es in die Kabine. Aber kurz nach der Pause der nächste Nackenschlag für die Tschechinnen. Diese Aktion hier, Foul oder kein Foul, Kristina Georgieva, die Schiedsrichterin, entscheidet auf Foul und rote Karte. Aber in der Zeitlupe sieht man, sie spielt eigentlich den Ball, also harte Entscheidung. Aber Pochmanova musste raus. Den Freistoß hinten drauf. Den zieht Henscher ganz knapp am Pfosten vorbei. Aber die Eintracht blieb auch in der Folgezeit absolut dominant. Dunst, die immer wieder gefährliche Angriffe initiierte. So wie hier in der 57. Minute. Dunst auf Braschnika. Braschnika wiederum Richtung Dunst. Sie blickt in die Mitte und findet dort Reuteler. 57. Minute, Reuteler köpft. Toller Laufweg auf den ersten Pfosten. Und der Kopfball ist ebenfalls gut. Ein richtig schönes Tor. Viertelstunde vor Schluss. Henshaw mit viel Platz. Sie sucht und findet Freigang in der Mitte. 4-0. Tolle Flanke von Henshaw. Toller Kopfball. Tolles Tor. Keine 60 Sekunden später läuft Prag auch noch in einen Konter. 3-2 Situation. Geraldine Reuteler hat Platz. Sie sucht und auch hier findet sie Freigang. Ein Doppelschlag in gerade mal 60 Sekunden für Laura Freigang. Das dritte Tor von ihr und wieder war es gut gespielt. Ja, wer sich fragte, was eigentlich Sparta Prag so machte, die fanden nicht statt bis zur 94. Minute. Und da war es dann Sonntagover, die sich einfach mal an Herz fasste. Aber Stina Johannes, die war ja auch noch da, pariert den Fernschuss, ihr Arbeitsnachweis heute Abend. 25-1 Torschüsse, 75% Ballbesitz und 5-0 Tore. Eintracht Frankfurt dominierte Sparta Prag nach allem Belang und steht ja eigentlich so gut wie in der Champions League Gruppenphase. Nächste Woche heißt es dann in Prag vollenden.